Einen wunderbaren Nachmittag für euch alle. Ich möchte mich heute gerne nochmal melden für ein Update zu dem Corona-Pur von gestern. Ich möchte es gerne Corona-Pur 2 nennen. Und wieder geht es eigentlich um Wahrnehmung und um Wahrheit. Was ist denn wirklich hinter dieser ganzen Geschichte? Ich habe heute eine liebe Gästin auch noch hier bei mir, die Manetti, die aus dem Hintergrund Fragen stellen wird und mir helfen wird, die Dinge nicht zu vergessen. Hallo Manetti. Hallo Peer. Zu diesen Resonanzen von gestern, die noch sehr schnell kamen und relativ viele waren. Also am eindrucksvollsten waren einerseits der Dank und auch die Berührung der Menschen, die alle erlebt haben, dass sie deutlich weniger unter Spannung und unter Druck stehen, dass sie auch erlebt haben, dass die Angst abnimmt. Und ich denke mir, das ist eines der wichtigsten Dinge, dass wir auch in unserer ganz konkreten körperlichen Abwehr sehr, sehr beeinträchtigt sind und unsere Hilfe und unsere immunologische Abwehr durch Angst, durch Enge, durch Panik, durch Ungewissheit unter die Bevölkerung jetzt sehr flächendeckend und auch konkret versetzt wird, abnimmt und dass wir wenige Chancen haben. Wir müssen uns eigentlich vorstellen, dass wir eigentlich in einer kollektiven Depression sind. Die Beziehungen haben deutlich abgenommen. Die Möglichkeit, Beziehung aufzunehmen, ist fast nicht legal, sage ich mal, vorhanden. Menschen in Altersheimen, in Pensionistenheimen sterben in vielen Ländern jetzt nur deshalb, weil sie die Beziehungsebenen, die Berührungen und auch den Austausch und die Kommunikation nicht mehr haben. Manetti, was gab es denn vor allem für Fragen? Also die häufigste Frage ist natürlich gekommen anhand der allgemeinen Medienberichterstattungen, die Menschen natürlich in die Angst und in die Unsicherheit treiben. Wie siehst du beispielsweise unsere Lage in Österreich? Also ich möchte euch da ganz konkret die Zahlen, die von vor einer Stunde sind, einmal kurz vorlesen. Es gibt knapp 5.888, also nicht knapp, es sind genau 5.888 Menschen positiv auf den Coronavirus getestet. Das heißt nichts anderes, als dass die Coronaviren in sich tragen und da in der Zwischenzeit sich mehr und mehr herausstellt, dass der Test wahrscheinlich zu etwas mehr oder weniger als 50% falsch positiv anzeigt, das heißt Corona anzeigt, wo gar kein Corona ist, ist das nicht sehr beeindruckend. Die durchgeführten Testungen, steht hier, sind knapp 36.000 und das entspricht eigentlich in etwa genau dieser Prozentzahl, die auch zu erwarten war, und zwar irgendwas zwischen 10% und 15%. Es gibt, und das ist natürlich in jedem einzelnen Fall sehr, sage ich mal, berührend und auch nachvollziehbar, dass es traurig ist, aber es sind 42 Tote. Das ist der Stand von heute, 9 Uhr früh. Es gibt insgesamt nicht mehr als 90 Infizierte auf den Intensivstationen von Österreich. Angeblich sind ja zwischen 25.000 und 30.000 Intensivbetten für ganz Österreich vorbereitet. Ich nehme sehr, sehr stark an, dass wahrscheinlich der Großteil davon leer bleiben wird. Ihr müsst euch nochmal, ich wiederhole das, vorstellen, es gibt in den letzten Jahren im Schnitt Tote während der Grippewelle, die zwischen 2.500 und 4.000 Menschen schwanken. Und das sind immer die Gruppen, die da wirklich sozusagen sehr mit Schwierigkeiten schon grundsätzlich zu kämpfen haben, so gut wie immer multimorbide, also Menschen, die eine, zwei oder meistens sogar drei Krankheiten schon in sich tragen. Was heißt das jetzt? Das heißt, wir sind in der Mitte einer relativ normalen Grippewelle, die eigentlich noch nicht sehr beeindruckende Zahlen hat, die weit aufgebauscht ist, und ich möchte euch wirklich die Angst nehmen, aber euch auch einladen, euch selber zu informieren. Ich werde auch noch die diversen Links unten dann unter diese Corona-Pur senden, und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr selber euren Selbstwert auch dadurch
wieder hebt, euch informiert, kommuniziert, euch miteinander verbindet, vernetzt und da, wo es wirklich blanker Unsinn ist, auch euch innerlich die Bereitschaft für, sage ich mal, einen vorsichtigen, aber bestimmten zivilen Ungehorsam gibt. Wie schaut das aus, Manetti? Ja, also das war jetzt die Lage für Österreich. Ja. Die zweite Frage, die oft aufkommt, ist natürlich, wie ist die Lage in Italien? Was sprichst du dazu? Was sind deine Eindrücke? Genau, also das war eigentlich wahrscheinlich die vordringlichste Response und Fragen, die auch gestern schon eingetrudelt sind. Wie kann man sich das vorstellen, warum diese immensen Ängste, diese immensen Aufwand, wieso in Italien? Und ich möchte euch da dazu sagen, ein paar Zahlen, ein paar Fakten, ein paar Hintergründe. Ich glaube, es ist auch vor dem Hintergrund dessen, dass ich ja gestern erwähnt habe, dass das Ganze ein Konjunktiv ist, das heißt, dass es da etwas gibt, von dem die Menschen versucht werden, weggelockt zu werden, nicht hinzuschauen. Das scheint mit unserer wirtschaftlichen, vollkommen destabilen Situation global zu tun zu haben. Und Italien ist halt ein sehr bekanntes, sehr beliebtes Land hier, auch in Mitteleuropa, was mit sehr, sehr vielen unserer Ländern auch direkte Grenzen hat, wo Menschen wirklich auch berührt sind. Und das auch traditionellerweise, und das ist ja dieses Fürchterliche, was hier gemacht wird durch diese Meinungs- und Panikmache, ein traditionelles Einfallsland für Seuchen, schon seit dem Mittelalter und auch früher. Und es ist wirklich absolut unverantwortlich, auch von vielen sogenannten Verantwortlichen, von vielen sogenannten Spezialisten und auch Politikern, das eigentlich in einen Topf mit dem schwarzen Tod, der Pest oder der Ebola zu schmeißen. Das ist nicht so, das ist ganz anders. Warum Italien? Italien hat erstens eine ziemlich überalterte Bevölkerung. Es gibt dort seit Jahren eine Landesflucht. Das heißt, sehr viele Menschen zwar machen Ausbildung, verlassen aber dann so in ihren 20ern, 30ern, 40ern eigentlich das Land, weil die wirtschaftliche Situation wahrscheinlich für die vielen und für die meisten nicht sehr günstig ist. Das heißt, grundsätzlich sind mal schon die Menschen älter in Italien, ganz besonders in Norditalien. Der zweite Faktor, der wahrscheinlich genauso wie in Wuhan ist, ist eine sehr, sehr hohe Luftverschmutzung und das seit vielen, vielen Jahrzehnten. Das heißt, die Immunabwehr ist schon mal grundsätzlich extrem gestresst, herausgefordert und auch die Regeneration deutlich geringer. Dann kommt da noch etwas dazu, was für viele sehr peinlich ist, aber durchaus bekannt. Man könnte es elegant mit der nosokomialen Infektion oder Durchseuchung beschreiben, was in Wirklichkeit bedeutet, dass die wahrscheinlich hygienischen Verhältnissen im Gesundheitssystem von Italien deutlich unter dem Durchschnitt Mitteleuropas liegen und zwar wahrscheinlich eher im unteren Viertel. Um eine Vergleichszahl zu geben, es gibt in Deutschland meines Wissens ungefähr 1500 nosokomiale Infektionen, die tödlich enden. Das heißt, das sind jetzt Werte der letzten 4 und 5 Jahre von der Europäischen Gesundheitsorganisation. Das ist relativ viel. Das ist fast so viel wie im Straßenverkehr umkommen. Das heißt aber, dass die Menschen an Keimen, Viren versterben, die sie sich erst im Krankenhaus zugezogen haben. Das ist ziemlich schwierig zu verdauen. Diese Zahl allerdings liegt in Italien 10 bis 15 Mal höher als in Deutschland zum Beispiel. Die Holländer sind noch besser, die haben noch eine geringere Fallzahl. Ich nehme an, als Österreicher und wie ich die Verhältnisse kenne, dass das in Österreich in etwa gleich sein wird. Das heißt, wir werden wahrscheinlich um die 800 bis 1000 nosokomiale tödlich endende Krankheiten haben. Dann haben wir noch einen Punkt aufgeschrieben und zwar, dass die Coronavirentestung ja, wie schon mal gesagt, nur bedeutet, dass es ein Coronavirus gibt. Und wenn ich jetzt mir anschaue, wo getestet wurde, und Italien hat sehr früh und sehr viel getestet und testet noch bis jetzt, und ich habe gerade heute wieder, als Arzt kriege ich einfach diese Ärztekammer um Schreibungen oder Aussendungen, ganz viel testen, 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 sagt die WHO bis jetzt, obwohl überall die Infektionen, zumindest in China und auch bei uns hier im Land, schon so gut wie abnehmen. Dass in Italien ganz viel getestet wurde und natürlich je
mehr ich zum Epizentrum komme, das heißt zu Spital, also die Stufe geht über ganz normale Bevölkerung, über Bevölkerung, die leichte Krankheitssymptome hat, noch gar keinen Arzt aufsucht, über die Ebene, wo sie beim Arzt sind, wo sie in die Praxen kommen, was die meisten jetzt nicht mehr dürfen, in die Ebene, wo sie in die Spitäler kommen und in die Ebene, wo sie dann vielleicht sogar auf der Intensivstation landen. Das heißt, da nimmt der Prozentsatz an Corona immens zu. In Italien haben sie sogar noch die Toten getestet. Und natürlich ist da der Prozentsatz an Corona viel, viel höher. Das heißt, es spitzt sich zu, ist aber in keinster Weise bedrohlich, weil es eigentlich nur eine sehr verzerrte und falsche Wahrnehmung der eigentlichen Wahrheit, die dem zugrunde liegt, ist. Manetti, wie schaut es bei dir aus? Ja. Haben wir noch was vergessen? Wir haben, glaube ich, ein wichtiges Thema im Moment noch nicht so angesprochen, nämlich, dass wenn wir unsere Immunsystemsituation nicht beachten und liebevoll beachten, dass wir durch diese Social Distancing und Social Repression ziemlich in eine Einsamkeit und auch in eine Verzweiflung getrieben werden. Und ich denke, dass du, weil das ist richtig dein Revier, dass wir dann als Folge eventuell Depressionen und Ähnliches haben könnten. Wie siehst du das? Also damit haben wir ganz, ganz sicher zu rechnen. Wir werden auch mit vielen Todesfällen und vielleicht sogar im Anstieg der Suizidrate zu rechnen haben. Menschen sind isoliert, Menschen sind nicht mehr ansprechbar, Menschen sind verängstigt. Also da wird sich ganz, ganz vieles tun. Und die Auswirkungen werden noch eine lange Zeit brauchen, wahrscheinlich Monate, wenn nicht Jahre, ganz zu schweigen von den wirtschaftlichen Einbußen und Sanktionen, was die Menschen immer an ihre Grenzen und oft auch über ihre Grenzen bringt. Das alles macht natürlich auch einen riesen Einfluss auf unser Immunsystem. Stress, Depression. Und wir werden und haben schon jetzt darunter extrem zu leiden. Also es steht in überhaupt keiner Relation, was da in Wirklichkeit passiert. Und meines Erachtens haben die Menschen, die diese Entscheidungen treffen, überhaupt keine wirkliche Einsicht, was sie tun oder vielleicht sogar eine eher bösartige Absicht. Ich denke, noch vielleicht zum Schluss auch, dass es ganz viele einfache Dinge gibt, wie man wie in jeder Grippewelle auch diesen Dingen begegnen kann. Ganz viel Sonne, ganz viel Bewegung, ganz viel Freude, sich austauschen mit anderen, sich nicht einengen lassen, auch durchaus sich vom Herzen her zu berühren. Es gibt ganz viele Mittel, Kräuter, Zubereitungen. Ich denke zum Beispiel auch an Chloroquin und solche Dinge, die durchaus im Bereich der Hilfe liegen. Es gibt die, sagst du, Zistrose, ich spreche mir immer so schwierig aus, aus der man Tee zubereiten kann. Es gibt Beifuß, also Artemis vulgaris. Es gibt all diese Dinge, mit denen man sein Immunsystem stärken kann. Ganz ein wichtiger Punkt, Vitamin D. Schaut, dass Vitamin D wirklich hoch dosiert ist. Ihr könnt das auch in Tropfen oder Tabletten nehmen. Es hat sich, glaube ich, in den letzten Zeit herausgestellt, dass fast alle Patienten, denen es schlecht ging oder verstorben sind, sowohl in China als auch in Italien, einen schweren Vitamin-D-Mangel hatten. Vielleicht noch dazu kam eine durchaus schlechte Behandlung, die sogar die Bibel der Mediziner publiziert hat vor ein oder zwei Wochen, nämlich dass eine falsche oder eine angstvoll falsche Therapie angewendet wird, ganz hoch dosierte Kortikoide, ein hartes Antibiotikum drüber und dann vielleicht noch ein Breitbandantibiotikum, ein, zwei antivirale Therapien, die aus der AIDS-Behandlung bekannt sind und zum Drüberstreuen noch ein Interferon. Da gibt es eine Case Study in diesem Lancet von einem 55-jährigen Mann, der sicher nicht zur Risikogruppe gehört, der offensichtlich an der Therapie verstorben ist. Unser Eindruck, und da bin ich nicht allein, ist, dass wirklich da vieles auch in diese Richtung geht und da durchaus auch durchaus iatrogene, sage ich mal, Letalitätsraten produziert werden. Ich glaube,
Wir haben so das meiste, die Manette schreibt mir gerade noch einen Zettel und damit möchte ich schließen, dass es wirklich keinen Grund gibt für irgendeine Angst, für irgendeine Panik und dass wir uns wirklich vernetzen, austauschen sollen, zusammenschließen sollen und einfach sehen, was die Wahrheit ist. Ich danke euch ganz vielmal und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.